Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Artefakt ist mir bekannt. Hast du den Arachnophoben-Modus an? Nee, ich habe gar keinen Modus an. Es sei denn, der ist automatisch aktiviert. Ansonsten nein. Den habe ich nicht. Ach, das, ich bin über dem Kupfer. Okay. Maxi Schmaxi. Ich würde hier gerne runter, aber ich befürchte, es gibt Falldamage. Falldamage, ein gutes Englisch. Befürchte, es gibt Fallschaden. Über echt überlegen musste. Du musstest abenden, bevor es zu spät ist, hat das da gesagt. Schnell! Ja. Ich werde es nicht ernten. Ich bin nicht umsonst seit über 20 Jahren. Oh fuck, ist es für länger. Seit 30 Jahren Videospieler. Es ist echt, ich bin in meinem Kopf es nicht gewohnt, so alt zu sein, wie ich es bin. Das ist ein super weirdes Gefühl. Jedes Mal darüber nachzudenken, so, fuck, ich bin echt schon, ich gehe auf die 40 zu, ey, fuck. Sieht man nur an meinen Augenringen. So, ich wollte an die Mom. Mama. So, warte mal, wir haben Nahrungsstoffe. Mycelium, das wollte ich gerne. New recipe unlocked. Textstelle, Belohnung. Gas Nubelisk. Gewebe. Kosten, was ist denn das? 100? Ah, hier kann ich drüber gehen, okay. Biomasse. Ach ja, okay. Okay, und jetzt 100 Biomasse. Oder ich hole mir keine 100 Biomasse. Scheiße, alles verbraucht. Dann muss ich wohl kurz mal ganz kurz noch. Darf ich? Ach, doch. Nein, ich habe keine. Na, kein Pellets mitnehmen können, aber gut. Egal. Einmal reicht. Müsste genug Biomasse ergeben. So, hier einmal das Holz. Hier hätte ich gerne Suchleiste. In meinem Inventar. Manchmal finde ich dann nämlich nicht direkt das Holz. So, hätte ich auch direkt hier reingehen können. Bin so ein Idiot, ne? Auch 100 Biomasse. Den muss ich ja direkt rauslutschen hier, sonst werden die ja weitergeleitet. Doof, was ich gemacht habe. Ich wollte da nicht hochklettern. Verzeihung? Okay. Ich stelle ihn mal ganz kurz auf Standby hier, denn. Geht das nicht? Nein? Geht nicht? Scheiße. Ich könnte ihn nicht auf Standby stellen. Mit dem geht das nicht? Wie viel Biomasse habe ich denn jetzt schon? 22. Ja, ich könnte auch einfach ein Dings zumachen, den Conveyor Belt abbauen. Aber das wäre viel zu einfach. Wie sieht's denn apropos? Wie sieht's denn hier aus? 106. 4 pro Minute brauche. Wir haben keinen zu hohen Ausschlag. Es läuft alles ganz gut. Es sieht gut aus bisher. Okay.
Auf jeden Fall nachher noch ein Factorio-Dingling hier ranbauen. Aber wie teuer ist der eigentlich? Produktion, Fabrikator. Oha! Was sind das alles? Stärkte Metallplatte, 8. Motor. Gut, den kriegt man ja gut gemacht. Und Kabel. Kabel habe ich. Alter, okay. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann demnächst mal das zweite Eisenvorkommen da, glaube ich, anschließen. Und dort in die zweite Produktion gehen. Da ist ja noch ein zweites Eisenvorkommen daneben. Und dann werde ich, glaube ich, daneben die Sachen produzieren hier. Also das noch nicht, aber den Rotor dann eventuell schon. Jawohl, ja, weil der braucht halt echt viele. 25 Schrauben schon. Mal auf Gott. Weiß nicht, ob ich so viel Überproduktion habe. Das ist ja das Problem. Ah, mal gucken. Wir werden sehen. Ah, 102. So. Mach ich gleich zurück, was übrig bleibt. Obelisk. Okay. Mycelium. Hier auch wieder Biomasse. Was brauchst du hier? Mycelium und was bist du? Stator! Okay. Ne, machen wir das hier einmal. Ist ja irgendwie so eine gewisse abgeschlossen. Bitte wieder eine neue. Ja, okay. Also, wir haben hier synthetisches Polyestergewebe. Plus ein Handausrüstungsslot, das ist natürlich geil. Motoren und 50 Gewebe. Wie mache ich denn Gewebe? Gleich mal gucken. Ein Fallschirm, das ist ja auch geil. Kabel und Gewebe. Okay, gleich mal gucken, wie ich Gewebe mache. Nährstoffe, haben wir hier noch was? Habe ich nicht. Alienorgan. Keilerforschung. Zu teuer. Das sind die Krabbis. Okay. Ah, da hätte einer gereicht, ja. Aber was kriege ich denn dafür? Warte mal, da kriege ich hier. Alien-Protein. Organische Datenkapsel, Biomasse. Organische. Diese Datenkapsel ist übersetzt von organischen Chemikalien in lesbaren Geninformation. 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 Da war der Naruto in mir. Du brauchst zum Erforschen von Alienorganismen. Okay. Okay, Mycelium habe ich jetzt hier auch alles abgegrast. Naja. Leider fehlt mir wieder das. Okay. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Unbekanntes Metall. Seltsame Energiesignatur. Uiuiui. Unbekanntes Kristallmineral. Chemisches Element. Okay, interessant. Interesting. Kann ich jetzt Sachen herstellen? Gewebe, Tatsache hier. Gewebe wird gemacht aus Mycelium und Biomasse. Oh. Oh, ich kann Biomasse auch aus Mycelium machen. Okay, krass. Krass, okay. Das ist der Rotor. Abendbrüterprotein. Spuckerprotein. Die Überreste einer Spucker. Wird für die Mammforschung. Okay. Da stand doch was davon. Warte mal.
Na, was für ein E-Protein? Das wusste ich natürlich nicht. Okay. Nein. Okay, ich brauche 5 Protein. Okay. Dann schmeiß ich Protein mal hier rein. Erilnuss. Ach stimmt, die habe ich auch noch. Dem Protein. So. Wofür brauche ich denn Gewebe? Außer zum Weiterforschen. Mit der Fertigung von Ausrüstung verwendet. Flexibles, aber langlebiges Gewebe. Okay. Unicorn, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mach ich jetzt mal kurz ein Gewebe. Schau mal kurz nach. Nährstoffe? Nee. Cäsium? Hier was. Auch 25 Gewebe. Okay, okay. Gewebe kriege ich gemacht. Gewebe und ein Rotor. Was gibt mir das? Ein Ausrüstungsplatz. Fallschirm ist jetzt nicht ganz so spannend. Okay, okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Wofür das noch alles gut ist. Das ist ja auch mal eine komische Nuss. Obwohl, warte mal, brauche ich die Nuss vielleicht? You never know. Nächste Forschung habe ich noch gar nicht ausgewählt. Hallihallöle. Hallihallöle zurück. Die Sprünge brauche ich jetzt gerade nicht. Radpatrone. Awesome. Mal gucken, in dem Awesome Shop, glaube ich. Ich glaube, das mache ich jetzt, bevor ich hier Logistik MK2 brauche ich, glaube ich, noch nicht. So. Aber wir fangen jetzt an mit dem Herstellen von dem anderen Kram. Mit einem Fabrikator. Und dann machen wir erstmal die verstärkten Platten. Ich würde ihn tatsächlich auch hier hinstellen. Wir haben hier den. Dann haben wir mal einen Fabrikator. So. So, Kabel gar kein Ding. Rotor kriegt man auch gebaut. Mal kurz gucken, was ich für einen Rotor brauche. Rad, Kabel. Also, 2 Rotoren kann ich bauen. Und zwar aus Schrauben. Ach ja, Schrauben und. Schrauben und Stangen. Jetzt läuft hier langsam voll, das ist auch nett. Ein paar Schrauben nehme ich mal mit hier. Bup. Und ein paar Stangen nehme ich auch mit. Oh, warte. Großes Problem. Ich habe noch Stangen. Ich habe eine leichte Überproduktion an Stangen, das ist ganz gut. Worüber ich mir Gedanken mache, ist, dass ich keine Überproduktion an Draht habe. Also jetzt ja, weil der hier voll ist. Ja, jetzt läuft es auch hier. Und ich halt brauche zwischendurch immer noch Draht, wie man jetzt gerade sieht. Ich brauche 500 Draht, ey. Deswegen lasse ich jetzt erstmal hier weiterlaufen. Kabel nehme ich mir nur ein paar raus. Kann ich nicht. Ja, siehst du? Cheater. Ja, und jetzt baut er mich weiter und dann wird hier schon wieder der Rückstau abgebaut. Deswegen überlege ich, ob ich den hier anschließe und mir einfach hier noch eine zweite Drahtproduktion ranballer. Also hier quasi, da vorne habe ich einen Schmelzer, den ich hier langlege. Hier noch einen Schmelzer hinstelle und mir eine zweite Drahtproduktion. Das wäre eigentlich. Das habe ich nicht getan. Wäre eigentlich praktischer. Versteckte Eisenplatten, ja. Müssen wir auch machen. Ich denke, das werde ich gleich machen.
brauche ich. Gib mir den da gleich. Eisenplatten fehlen mir gleich. Okay. Davon hab ich. Und Rotoren nochmal. Drei. So, dann bauen wir mal den ersten Fabrikator für die verstärkten Eisendinger links. Hier? Ja, nee, da drüben. Hier ist klüger. Es ist nicht sehr klug, aber es ist klüger. Fabricate. Hey. Hey. So, so fangen wir jetzt also an, ja? Ihr wolltet Salat, ihr kriegt Salat. So, ich brauche mal da ein Splitter. Funktioniert das? Ich hoffe. Wir werden es gleich sehen. Es sieht nicht danach aus. So, hier waren Schrauben. Da, nimm bitte die 500 Schrauben. Die brauche ich gerade nicht. So, und du bekommst dann hier Eisenplatten raus, genau. Und sollst herstellen verstärkte Eisenplatten, genau. Nullarrahmen. Legende Beschichtung. Oh, shit. Eine Schraube. Das war eigentlich alles richtig. Ach, der hat keinen Strom. Da. Wusste ich. Passiert mir nie. Eigentlich funktionieren. Ich schon wieder anfangen, mich zu beschweren. Warum wir denn hier noch einen Anschluss? Tja. Nehmen wir dich. Muss ich nur mal kurz ins Stromnetz gucken. Was mir das so sagt. Okay, wir haben 120 Output und sind jetzt bei auf 67 hochgegangen. Okay, gar kein Problem. Ja, gar kein Problem. Okay. Selbst bei 3. Selbst bei 4 ist das kein Problem. Aber apropos, wie seht ihr denn aus hier mit 92? Ja, ein bisschen. Dann machen wir jetzt hier, schließen jetzt wieder an hier. Alles, was wir an Biomasse haben, kommt hier auch wieder rein. So viel hatten wir gar nicht, ne? Blütenblätter. Hm. Ja, hm. Ja, das war's. Na gut. Aber ist ja okay. So, hier geht's. Ist jetzt alles ein bisschen eng hier langsam. Also ich glaube, hier mache ich jetzt, muss ich jetzt Schluss machen. Okay, die versteckten Eisenplatten laufen langsam an. Ich lasse hier den Stack drin volllaufen. Brauche ich da unten weiter? Da unten ist schon Wasser.
Er braucht schon ein bisschen länger. Das ist aber in Ordnung. Verbraucht zumindest nicht so viel. Obwohl der ganz schön die Platten frisst. Holy shit. Okay, ne, er saugt sie nur ein. Was auch wieder ein Problem ist. Wieder die Platten zwischenstellen müssen. Also einmal zwischensaugen müssen. Na, guck mal, wie lange der braucht. 15 Megawatt verbraucht der. 11 Sekunden. Was heißt das hier? 38%? Ist der nur 38% effektiv? An die Leute, die sich auskennen? Wie Arachnophobie? Er ist nur 38% effektiv, aber er baut doch immer, wenn er kann. Warum ist er denn nur... Bekommt nicht genug Items. Doch, ich sehe es. Stimmt, du hast recht. Die Schrauben kommen nicht schnell genug. Ja. Stimmt, die Schrauben kommen nicht schnell genug. Ja, weil ich sie teile. Deshalb, ja, 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 du hast recht, habe ich völlig übersehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Schrauben ganz leer lutscht. Ja, also wenn ich jetzt hier quasi den hier vorne irgendwie hinstelle. Komm, wir probieren es mal. Das soll schief gehen. Brauchen wir nur Schrauben. Gar kein Problem. Einfach so in die Tasche. Jetzt wird es langsam echt unangenehm hier. Weil ich will den Speicher schon gerne dazwischen haben. Ja, muss ich das wohl anders machen. Jetzt wird's lustig. Bisschen wie intelligent das ist, ne? Ohne Scheiß. Es ist schon ein bisschen geil, wie intelligent das ist. Es ist gefährlich, was ich hier tue, okay? Aber ich liebe die Gefahr. So gut. Spaghetti! Wir alle lieben Spaghetti. So, aber warum denn jetzt 25%? Also... Er hat alles genug da. Achso, das ist jetzt, glaube ich, nur, weil er die Minute noch nicht durchgemessen hat. Das ist, glaube ich, wenn er nach einer Minute durch ist, glaube ich, dann ist das nur die Statistik, die sich jetzt aktualisieren muss. Aber guck mal, er kriegt gerade so genug, ne? Er hat jetzt wirklich immer, er kriegt immer 12 in dem Moment, wo er eine herstellt.
Also die Schrauben gehen genau hier rein. Und ich habe keine Überproduktion an Schrauben, was ein Problem ist. Ja, er geht langsam hoch auf 100%. Ja, aber ich... Kopfschmerzen. Produziere nicht genug Schrauben. Also ich habe einen Rückhalt an Schrauben. Das heißt, ich habe jetzt quasi Überproduktion, weil ich immer einen gewissen... Aber sobald ich darauf zugreifen muss, habe ich zu wenig. Na, guck mal, hier, man sieht's. Ja, ich kriege immer genau eine Schraube dazu und eine Schraube geht raus. Und jetzt gerade tatsächlich sogar weniger. Produziere wahrscheinlich sogar zu wenig Schrauben. Wie viele Schrauben brauche ich für eine Platte? 12. Und ich mache 4 Schrauben in 6 Sekunden. Das heißt, ich bräuchte eigentlich 3. Also ich bräuchte noch einen zweiten für die Überproduktion. Weil dann hätte ich einen, der noch dazu geht und einen, der in den Container abgeht. Quasi. Habe ich hier noch Platz für einen? Ich wirklich. Kann ich sie stapeln? Mal kurz gucken. Ne? Nicht der Konstruktor, den will ich gar nicht. Doch. Aber Stapel kann ich nicht, ne? Nee. Schade. Sah so schön aus. Also hier könnte ich vielleicht noch einen hinstellen. Wenn ich hier das Band wegnehme. Mal kurz. Verstärkte Eisenplatten. Ja, Mensch. Ja, mir ist eine Überproduktion durchaus wichtig. Problem ist nur, ich komme dann wahrscheinlich mit den Dings nicht hinterher, mit den... die Eisenplatten passen nicht mehr durch. Der einzige Weg ist, zu sagen... So, der läuft nämlich schneller voll als so eine Kiste. Und das ist dann, glaube ich, die beste, weil dann, wenn er voll ist, dann ist er voll und dann ist auch kein Problem. Und dann laufen die Schrauben eh voll. Aktuell habe ich hier, glaube ich, gerade keine Chance, da irgendwie was... Ich könnte es ganz irre machen.